So, hier ist doch Gold. Hier ist etwas Eisen. Da wäre ganz viel Turmalin mal wieder. Da wäre ein großer Raum zum Reinbuddeln. Na, unsere Beliebtheit ist immer noch niedrig. Ich habe nicht genug Stein für solches Deko-Zeug. Ich hätte aber den legendären Henkelkrug. Oh. Na, hallo ihr drei. Das finde ich nicht so toll. Ach, da ist mein Militär. Zwerg. So, mit dem Eisen. Also, das wir haben, kriegt ihr da gleich mal ein paar Dinger spendiert. Das ist mein Bauarbeiterzwerg, der ist hier. George! Ja. Was ich gerade sagen wollte, der kann sich jetzt hier auf Level 10 hochtrainieren. Dazu braucht er dich nicht. Du musst ja nicht auch noch da oben hungern. So, alles andere sieht zwar mal sehr okay aus. Die da sind halt ein kleines Problemchen, was will ich aber auch nicht auch noch gelöst bekommen. So, Speerwerfer. Ja, hier im Eingangsbereich haben wir viel zu füllen. Und ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe genug Punkte, um mich langsam auf Offensivstrategien hinzuarbeiten. Das werde ich nämlich für die da schon mal brauchen. Ich hätte gerne euren Tisch. Danke. Orkischer Krieger der Nordstämme. Den Schaman können wir natürlich mal wieder nicht anwählen. Nein. Wie ein einziger Forscher gerade voll abgeht. Ist der erste Forschungstisch, ja, der ist eigentlich immer noch kostenlos. Also warten wir, bis wir einen aus Dings bauen können, aus Marmor. Und bauen dann einen aus Marmor. Aber in der Zwischenzeit könnte ich einen Jungzwerg anheuern.
damit dieser zum zweiten Forscher wird, dass die abwechselnd forschen können. So, da ist er schon mal. Wenn er Stufe 5 ist, wird er befördert. Obwohl, mache ich gleich zum Gelehrten. So, dann haben wir zwar einen Forschungstisch und zwei Forscher. Das heißt, du hast jetzt erstmal nichts zu tun, während er sich auf Stufe 5 oder so hochforscht. Das geht dann jetzt etwas langsamer mit der Forschung, aber so kriegen wir einen zweiten Forscher, wenn wir dann den nächsten Marmortisch bauen können. Ja, wie die schon darauf gieren, in meine Domäne einzumarschieren. Was machen meine Bergarbeiter gerade? Die laufen los und graben hier aus. Gut. Ich glaube, die können sich gar nicht porten. Nur grüne Goblins und so können sich, glaube ich, porten. Ja, und ich gehe mal drauf ein und gebe den beiden ihre Upgrades, dass sie stärker werden. Jetzt bin ich mal etwas waghalsig. Ich speichere schon mal das Spiel. Baue hier eine Leiter, dass wenigstens ein Gegner sich vielleicht nach unten verirrt. Mir egal, welcher es ist. Hauptsache, es kommt einer nach unten. Genau. Mit einer so einem können wir es nämlich ganz gut aufnehmen. Wenn wir alle drei... Oh, du hast kaum noch Energie. Okay, dann... Geh mal schlafen, geh mal essen. Sonst wird das nämlich nichts, wenn du auf dem Boden pinnst. Wobei, Hunger hast du ja noch keinen. So großen. Ja. Wo rentiert sich's schon mal mit dem Holz, was ich habe, zuzubauen? Nirgends eigentlich. Ich sollte lieber Holz in Dekorationen und so verschwenden. Ich könnte zum Beispiel schon mal hier den Dielenboden legen. So, bis hier raus. Die Wände verschönern. Jo. Weil schon mal das gedeichselt und dann könnte ich schon mal hier auch auf der Farm anfangen mit Moos. Wenden. Und Moosboden. Ja, und theoretisch könnte ich hier einfach noch eine Treppe runter machen nachher. Und einfach hier einen Durchgang machen. Der König hat es halt weit bis zum Essbereich. Sollte ich ihm vielleicht einen Turmalin-Esstisch hier oder einen Marmor-Esstisch, wenn ich es mir denn leisten kann, ihm in sein Reich stellen. Da, so ein kleiner Tisch.
Kostet halt allerdings noch zu viel Marmor. So, du stehst rum. Das finde ich nicht so gut. Du sollst trainieren. George. Ja, wie gesagt, wenn er forscht, geht die Forschung etwas langsamer voran. Aber er forscht wenigstens. Wo ist mein zweiter Forscher eigentlich? Der ist da gelangweilt, aber egal. Ich brauche ja nur noch Offensivstrategien, dann haben wir genug, haben wir die nächste Forschungsstufe freigeschalten und können so einen bauen. Wobei, kann ich nicht einfach... Nein, ich kann nicht. Gut. Also, das haben sie nicht eingebaut, dass es möglich ist. Ich könnte aber das Eisen hier mal ausheben. Und ja, da ist unsere Zufriedenheit jetzt sehr hoch. Das ist gut. Genau, ich könnte hier noch das Eisen auch noch rausholen. Und hier wahrscheinlich noch das Turmalin. Hier das Fitzelchen Gold. Das ist auch schon mal weg. Und ich könnte eigentlich theoretisch auch das Gold hier noch ausheben, aber... Das ist halt nicht so dienlich für den Raum in der Mitte. So, ihr beide seid gut dabei. Du hast Stufe 9 erreicht, das heißt, ein bisschen Training brauchst du noch. Und ja, ich will nicht, dass du forschst, ich will, dass er eigentlich forscht. Wie sie durch die Leiter essen können. Ist ulkig. Ja, die Leiter brauche ich eigentlich nicht mehr. Wenn, dann kann ich irgendwann mal ihn hinporten und zumachen. Wenn ich den da zumachen will. Weil eigentlich will ich ja hier zumachen. So, was haben wir noch für hübschen Dekokram, der alles aufhübscht? Wandfackeln und Laternen bringen mir nichts. Die Feuerschalen. Ewige Feuerschale. Odins Auge. Das würde halt was bringen. Aber nee, ich brauche ganz stinknormal Dekokram. In Anführungszeichen. Die Jungs hier zum Beispiel würden wir schön was bringen. Schöne Rüstungsstatuen. Und erstmal das Horn. Erstmal alles hier so hinklastern. Oh. Ja, das kann ich ausheben und kann da mal das noch dann stopfen. Oh, hier werden Steine. So. Ein bisschen Training brauchst du doch. Und dann lasse ich euch dreimal den da oben verkloppen. So, noch einmal. So, das dürftet ihr drei ja hinkriegen. Ja, den einen kriegt ihr kaputt.